Herzlich willkommen zurück, Leute, zu The Binding of Isaac Afterbirth. Heute mal mit einer extra Folge, und zwar der Daily Challenge. Die werden wir jetzt, so wie wir es gerade besprochen haben, immer mit einstreuen. Als zweite Folge am Tag. Ja, schauen wir mal. So wie wir es schaffen. Ja, und so wie wir Bock haben. So wie wir gut sind. Genau, nur die guten Folgen. Wo so erster Platz werden in der Rangliste. Ja, so wie mit meinem The Lost Run. Na klar. Heute mit der guten Lilith, für euch dann wahrscheinlich... Ach ja, wenn ihr selber nachgucken wollt, falls ihr gespielt habt, wir haben heute den 12.11. Genau, werdet ihr auch noch sehen. Ach stimmt, am Ende sieht man ja das Datum. So, jetzt können wir eigentlich mal testen. Nein! Es darf kein Begleiter mitspielen. Nein, aber wünscht dir viel Spaß. Naja, toll. Nee, mach, also... Alter. Geiler Raum. Klasse. Komm rein. Die Frage ist, willst du noch die Krüge im Dingsraum sprengen? Goldraum? Kann ich machen, ja. Sterbe sowieso gleich. Du hast 10 Bomben, also daher. Ja. Ist alles eine Zeitsache auch, ne? Ja klar, aber wenn du sowas schon kriegst, ist schon was Geiles. X Stein! Naja. Das hast du gemeint, oder? Ja. Wo kam das andere blaue Herz her? Aus dem Feuer. Ah. Ich bin der Meinung, damit können wir auf jeden Fall eine Runde beginnen. Damit kann man arbeiten. Kannst du notfalls immer noch fast einen Broken Run machen, wenn du die richtigen Items findest. Infested. Warum sagt er nichts? Der ist so aufgeregt. So wie ich? Ja. So, ist die Frage, tun wir wirklich so ein bisschen gern Zeit spielen oder doch lieber also, auf Punkte? Ich sag mal so, ich habe jetzt bei YouTubern schon einige Theorien gehört, wie man wohl beim Daily... Alter. Wohl am besten abschneidet und... Viele sagen Zeit, andere sagen, hey, kannst du eigentlich Zeit lassen, wie du willst. Hauptsache, du schaffst es, den Boss Rush zu schaffen. Nein, auch. Sehr gut. Ja, und viele sagen auch, krieg einfach keinen Schaden. Und ich würde fast mit Bomben hier arbeiten bei dem Typen. Wenn er seinen Kopf wegschmeißt, er bewegt sich dann kaum noch. Okay. Alter, krieg keinen Schaden, hab ich gesagt. Einfach so gespawnt! Ja, das macht er auch. So, irgendwie machst du halt keinen Schaden und krieg übelst einen Schaden. Ja, du stellst dich gerade irgendwie ein bisschen komisch an. Man hat. Ja, sehr gut. Immer das Gefühl, dass die Succubusse irgendwie, oder zumindest ist es mein Gefühl, dass die einen beschützen. So wie Stry Baby, weißt du? Und nein. Machen sie halt nicht. Ja, du hast selten mit Lilith bis jetzt gespielt. Ich hab's ja jetzt ja doch schon ein bisschen öfters gespielt. Hm. Also. Ich hätte den Geheimraum noch suchen sollen. Naja. Dann geh ich halt. Auf the unknown. Du hattest 3 Herzen. Ja. Das war knapp. Ja, jedenfalls. Daily Challenge, wo waren wir? Ach ja, ja genau. Viele sagen halt, Boss Rush muss sein. Ja, andere sagen, auf Zeit gehen. Ja, Boss Rush ist schon... Es ist schwierig, also man kann davon ausgehen, mit jedem Gegenstand, den man einsammelt, sei es Schlüssel, Bombe oder... Schlüssel hast du nicht. Genau, sei Schlüssel, Bombe, Münze oder was auch immer, bekommt man 10 Punkte. Sobald man von etwas 99 hat, kriegt man jedoch nur noch einen Punkt. Ja. Du könntest mal oben schauen, ob links der Geheimraum ist, dann kommst du in den Shop rein. Ist da leider nicht hier nach rechts der Geheimraum? Ich guck erstmal weiter. Ja, okay. Und ja. Deswegen, und ja, man verliert halt, glaube ich, sekündlich immer einen Punkt. Ja. The Rock. Small Rock, nett. Ja, für Schlüssel. Okay. Und okay. Level Deals. Dann wäre die Überlegung, wenn du jetzt deine Kiste einsetzt oder lieber aufheben. Ach so, weil die sich ja. Achso, weiß ich gar nicht, ob die sich hier. Oh fuck, ob die sich hier auflädt. Gute Frage. Können wir gleich mal überprüfen, ob das auch wie beim Boss Rush als Welle zählt. Ui, das war knapp. Nee, leider nicht. Das geht wirklich nur als ein Raum. Und ich hatte jetzt kein weiteres Herz aufgehoben, ne? Also habe ich noch 2,5. Genau. Oder 2. Je nachdem. War es eine große? Das könnte sein. Dann rechnen wir mal lieber mit 2. So, du kannst spielen gehen. Braucht das Sinn?
Du hast ein rotes gehabt. So, jetzt ist die Frage, du wolltest auf Zeit gehen, oder? Ja. Gucken, ob der einen Schlüssel gibt. Ja, ich hab Schlüssel. Dann hast du jetzt anderthalb Herzen. Ja, und ich kann ja weiter einsammeln. Ach ja. So. Dann werde ich mal. Ja, okay. Shop gehen, oder? Ja, das denke ich auch. Kannst du notfalls noch einen Schlüssel holen? Da ja. Für drei einsetzbares Item wirst du wohl kaum mitnehmen. Bringt die Leiter. Auch nicht. Nee, die Pille könnte man testen. Speed up. Ist okay. Ah. Relic. Ah ne, Celtic Cross. Kann passieren, dass du halt mal den Polaroid, ne? Polaroid-Effekt kriegst, genau. Und ich muss gerade mal schauen, ich glaube, du musst bis Slam. Wenn ich das richtig sehe. Da wäre der Schlüssel gewesen. Den würde ich jedenfalls auch sprengen, wenn ich du wäre. Aber unten hin die Bombe, falls da der Supergeheimraum ist. Ist aber nicht. Zum Katzen. Du hast halt kein Glück. Man könnte mal so ein paar Helfer gebrauchen. Ja, noch irgendwie. Na klar. Das kennen wir schon. So. Ja. Wie gesagt, das Fliegenbaby ist halt immer was ziemlich Geiles, muss ich sagen. Du meinst das Rottenbaby oder das, wirklich die. Nee, das Rottenbaby. Es gibt ja auch die Fliege. Ach so. Die Blue Baby's Last Friend oder wie es heißt. Oder okay. Best Friend. Das kann ich schon mit. Oh. HP ab, ist halt gut. Da oben ist ein Typ. Der ist ein bisschen hergeschoben. Ja, weicht aus. Aber Shotspeed ist ziemlich gut jetzt mittlerweile durch den Pilz. So, ich gehe weiter. Damit hast du jetzt drei Herzen in der dritten Ebene. Schauen wir. Fünf? Ach ne, klar, du hast ja noch die zwei Blue Herzen. Und gerade noch genau die zwei schwarzen. Die hatte ich schon wieder komplett ausgeblendet. Ich war irgendwie noch auf den Gegner ausgewiesen, der da drin war. So, ist auf jeden Fall schön, dass du direkt einen Schlüssel hast für den Goldraum hier. Eine Batterie. Jiminy, sehr gut. Batterie aufheben, oder? Aufheben? Naja, weiß nicht, was du. Da nicht. Ach ja, na das ist immer deins und mein Kommunikationsproblem. Ach, mit aufheben. Aufheben? Dann machen wir das jetzt so aus. Naja. Liegen lassen. Also entweder aufheben heißt für später aufheben oder einsammeln. Für sammelt's ein, das ist die Frage. Ja, naja, weil bei mir war es gerade, ich heb's jetzt auf. Achso. Ja, nee, das. Vom Boden. Da sollten wir es vielleicht einfach mal so nach gut, ich glaube, 230 Folgen oder so. Uns vielleicht endlich mal über einen Kommunikationsweg einigen. Was ist das? Du hast in Laufrichtung ein Licht, was Schüsse verlangsamt. Mhm. Also kann hilfreich sein, kann aber auch nervig sein. Achso, ich könnte allgemein mal einen Score anmachen. Wenn du das willst. Dann sieht man zumindest, was wirklich Minus und Plus gibt. Ja. Also ein Double Jiminy ist natürlich schon was Cooles. Der Raum ist es natürlich wert war. Ja. Wir kriegen schon noch 4 Aufladungen. Ja. Gab's nicht noch eine andere Ansicht? Was denn? Wo man Score. Ah ne, die Items haben wir ja ausgestellt. Items haben wir ausgestellt, ja. Aber die Karte jetzt schon wieder so riesig hier eingeblendet wird. Naja, aber das wird's doch auch so, oder? Ja, nee, ist ja. Kann halt immer noch überlegen, wenn es zu nervig ist, ob man das Transparenz, ob man die irgendwie verändert. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm gerade. Okay. Also, ich achte da gerade gar nicht so drauf. Gut, kannst du direkt Boss machen, wenn du das willst. Weiß so. Egal, ist, weil Devil Deal kriegst du sowieso immer. Ja, wenn wir aber sagen, wir gehen auf Zeit, dann gehen wir gleich weiter. Okay. Hä? Die Spur macht inzwischen Schaden? Aber macht das schon immer Schaden? Nee, ja, dann die Spur schon immer. Jetzt der Rest, der da liegen bleibt, der macht keinen Schaden. Yay, Windows Updates, Leute! Ja, liebe Kinder, haltet euren Rechner immer aktuell. Ja, das ist immer die Maus. Jetzt neu starten, oder? Ja, jetzt neu starten, genau. Isaac reingelegen und die Maus ganz weit weg. Ah nee, du musst unsere Tracker mal wieder anmachen. Geil! Schick, oder? Läuft! Das seht ihr alles nicht, habe ich so gehört. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Welcher Tracker ist jetzt welcher? Der zweite. Nein, der erste? Ja. Okay, die Maus ist raus? Die Maus ist, keine Ahnung, wo die Maus ist. Ja, oben ist, okay. Du siehst sie? Ja. Alles gut.
Ein Glück, also wie gesagt, Windows. Ey! Dann hör doch auf, über die Spur zu rennen! Ich bin der Meinung, die hat früher keinen Schaden gemacht. Die hat schon immer Schaden gemacht. Man sieht die ja nur schlecht. Die hat noch nie Schaden gemacht. Wollen wir streiten? Ja. Okay. Nee, kein Bock. Was? Wessel macht mich Wessel fliegen. Wessel macht fliegen, wenn du keine Herzen hast. Ja. Was war das andere? Call to the Void. Das war doch dieses Ding, wo du, bei wenn du Schaden kriegst, so einen Kreis um dich rumkriegst. Ah, alles klar. So ein Schadenskreis, oder? Ich schau mal nach. Ich habe ja Zeit. Ich darf ja nicht mitspielen. Das stimmt. Na, dann werde ich jetzt richtig rushen. Everyone is rushing. Ja, das ist ein Russe. Wir spielen doch gar kein CSGO. Ich dachte, Dota ist schlimmer mit Russen. Ich habe immer nur gehört, dass hier Counter-Strike ziemlich schlimm geht. Ja, da. Was? Warte, okay. Warte. Ich guck nach. Dann nehme ich das erstmal mit. Macht alle Türen auf, wie Daddy's Key. Okay. Kann man schon mal nutzen, gerade weil wir kein, nur noch einen Schlüssel haben. Ja, ist richtig. Camouflage. Typ. Ja, gut, oh, der ist ja hier gut zu erkennen. Ja. So camouflaged war der jetzt gar nicht. Blank Rune. Macht einen zufälligen Rune-Effekt. Okay, na dann setz schon ein. Was war das? Ich weiß es nicht. Petro, glaube ich, oder? Es kann Petro sein, es kann Hagalas sein. Oh, ich könnte die ganzen Runen mal. Ja, es war Perpo. Da hast du den Effekt. Alles klar. So, jetzt wirst du noch mal nachgucken, was das genau macht, oder? Ja, kannst du gerne machen. Aber es war, glaube ich, dieser Schaden. Wenn ich Schaden bekomme, kommt dieser Kreis und dann in dem Kreis mache ich extrem viel Schaden. Na, der Kreis macht extrem viel Schaden und Gegner, die durch diesen Kreis getötet werden, nett, haben eine Chance, ein schwarzes Herz fallen zu lassen. Okay. Das soll ich schon machen, ich dachte, du gehst auf Zeit. Ja, oh, ich war sowieso auf dem Rückweg. Das hat mich gar nicht mehr Zeit gekostet. Ja, hat es sehr wohl. Nein, erzähl nicht sowas. Du lügst. Er lügt. Ja, auf jeden Fall, Shop würde sich lohnen. Da, Tollbombe. Unten könnte der Geheimraum sein, könnte er in der Tat. Okay. Jail Car. Für diesen Raum hat sich ja sowas von gelohnt. Punkte. Ja. Hematemesis, okay. Ich glaub, hätte man mal gucken können, ob das jetzt gerade, nur weil ich reingerannt bin, schon Punkte gab. Oder ob ich den Raum. Wenn du den Raum reinrennst, kriegst du 10 Punkte. Okay, also muss ich nicht erledigen. Nee, nicht zwingend, aber. Nee, in den Raum reingehen bringt Punkte. Nicht das erledigen? Nee, das Killen der Gegner bringt noch hier als Punkte. Okay. Ich schau mal. Ein Gegner hat jetzt gerade hier 8 Punkte gebracht. So zwischen 7 und 8, das ist immer die Frage, wie das mit dem Sekundentakt ist. Wie es gerade abzieht. Ja. So, das ist der letzte Gegner? Nee. Und das ist der letzte Gegner? Aber trotzdem nicht, oder? Ja, wobei, ich war uns gerade nicht ganz sicher. Charm Tears. Nehmen wir mal mit. Könnte ganz praktisch sein. Wow. Ja, naja, ist die Frage, was man auch mitnimmt, um halt nicht so viele Minuspunkte zu kassieren. Das waren 40 Punkte oder so. Das kann schon sein. Dann gehen wir gleich mal hier rein. Oh ja, oh ja. Das Batteriebaby auf jeden Fall. Und das andere auch. Also Goodie Bag. Die Karte noch vielleicht? Die Karte noch. Tour of Clubs. Ah, Bomben. Okay. Müsst halt einfach gucken, ob du eventuell sogar fast mit Bomben halt arbeiten kannst. Sehr gut. Ja, nimmt mal mit. Wo kommt das Brimstone Baby her? Achso, Achtung. Ja, hab ich auch jetzt gerade gesehen. Danke. Warte, Mark, oder? Nein. Also Mark mitnehmen, ja. Das Brimstone Baby bekommst du. Lilith hat 2 Items, mit denen sie startet. Ja. Und das eine ist, beziehungsweise du bist in diesem Run mit 2 Items gestartet. Das eine ist die Kiste und der Begleiter. Und das andere ist das sogenannte Champion Conception. Das ist, wenn du Schaden bekommst, hast du eine Chance, dass du einen permanenten Begleiter spawnst. Aha. Das ist übelst OP. Das gibt es sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne, sage ich jetzt mal. Ja.
Also es gibt einmal für heilige Begleiter und einmal für... Warum hast du den Schutzeffekt bekommen? Wegen der Wrestle. Hast du Schaden bekommen? Nee. Ach, das kommt einfach mal. Ja, ja, genau. Alles klar. Genau. Es gibt halt einmal für die Devil Side, da kannst du den Dark Bum, Demon Baby, den Leech, Lil Brimstone und einen Succubus bekommen. Ja. Und dann gibt es nochmal auf der Engel-Seite, da kannst du Holy Water, den Guardian Angel, den Sworn Protector, das Relikt oder den Seraphim bekommen. Okay. Wobei das Relikt natürlich ziemlich geil wäre, wenn du sowas hast. Death, okay. Nehmen wir mal mit. Mhm. Boah, permanent ist halt übel. Ja gut, das ist einfach nur eine geringe Chance, wenn du mal Schaden bekommst. Also. Aber man kriegt ja schon mal recht oft Schaden. Ob das so schlau war, weiß ich jetzt nicht. Wegen Fliegen? Ja. Naja. Kriegt man schon wieder leer. Okay. Du sagst, ich krieg 10 Punkte? Ja. Ich krieg 10 Punkte. Das war eigentlich fast die Frage, ob man das gemacht hätte. Stimmt schon. Noch eine rote Kiste war auf jeden Fall drin. Weil du brauchst nur noch ein Devil-Item, dann wirst du zu Cthulhu. Aber in den Kisten können keine Devil-Items drin sein. Bin ich? Cool, der hat sich geteilt. Sehr witzig. Kapi-Kisten können es sein, aber. Hm, naja, okay. So, ich bin auf jeden Fall einen falschen Weg gerannt. Was sehr schön ist. Ach was. So, da warst du schon war drin? Schon nach oben. Ja. Hey, da liegt immer so viel Geld rum. Ich weiß ja nicht, was die in ihren Keller immer reinschmeißen, aber. Capricorn! Ah, ja, kriegst du sowieso den wieder. Sollte okay. Man uns nehmen? Ja, oder legen lassen? Der Damage-Up ist schon enorm, finde ich. Hat man eine Batterie fallen gelassen? Deswegen, ich weiß es nicht, in welcher Hinsicht wirklich dieses Baby eine Batterie fallen lässt. Es hieß immer mal raumweise. Aber irgendwie bin ich der Meinung, nein. Brauchen wir nichts davon? Das ist von irgendwas anderes abhängig. Okay, ich weiß nicht, warum es nicht geschossen hat. Ich wollte gerade fragen, was hat die Schüsse geblockt? Irgendwas war auch gerade. So. Okay. Ich schau mal kurz nach dem Battery Baby. Gut. Ja, das ist nett. Auf jeden Fall. Das ist schade. Ah, noch ein Sack. Praktisch. Gucken, was wir hier noch haben. Chariot ist natürlich cooler. Dann nehme ich Chariot mit und weiter geht's. Ich habe bestimmt schon wieder irgendwo einen X-Stein oder irgendwas versaut. Das ist zufällig. Zufällig irgendwann. Irgendwann schmeißt du mal eine Batterie raus. Und aber hat auch den Vorteil, dass es auch immer mal zufällig die Gegner einfriert. Ja. Okay. Sehr gut. Deine Runde. Oh. Shirt zum Rausgehen? Nee. Doppelschlüsselraum. Für was? Items. Geld. Gut ausgewichen. Er oder du? Er und ich. Links liegt noch eine Münze. Frage ist, ob man die Bettler springt, genau. Für eventuell den Kopf, ne? Und der dann wiederum Geld gibt. Richtig. Und das wiederum Punkte gibt. Richtig. Sehe, du hast alles verstanden. Bei denen habe ich irgendwie immer Angst, dass sie explodieren. Bei den schwarzen Köpfen. Ja. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge dann gesagt. Ja? Also musst du das gewesen sein. Kannst du dich nicht dran erinnern, dass du es warst? Nee. Kurzes Herz. Sehr gut. So kannst du deine Herzen vervielfältigen. Lässt dich für ein halbes Herz treffen. Das ist die normale Lösung. Hand. Doch nicht. Okay. Oh, du hast ja mal irgendwas gesagt. Von wegen, hey, jetzt wird gleich der Raum wackeln oder sowas. Ja, ich hatte immer eigentlich, wenn das kam, Bildeffekt. Das kann natürlich auch sein, dass es immer war, wenn ich hier Curse of the Maze hatte. Alles möglich. Alles ist möglich bei Isaac. Ich hätte beinahe eine Automarke gesagt, aber waren keine Schleichwerbung. Die
Die sagen ja auch nicht, alles ist möglich. Ne? Ne. Sondern nichts ist möglich. Wie viele Hände hier, das ist doch nervig. Mama will dir einfach mal eine Hand reichen. Würde auch was helfen. Das sind Ausweichmoves. Das ist einfach nur, bitte triff mich nicht, bitte triff mich nicht, bitte triff mich nicht. Und es funktioniert. In der Tat. Ich kann es bezeugen. Ich sitze daneben und mache nichts. Und es funktioniert. Total unnütz. Judgment. Judgment. Klar. Das verbraucht Zeit und du verlierst Punkte mit jeder Münze, die du spendest. Verliere ich? Ja. Okay. Willst du Spirit nicht mitnehmen? Doch. Aber erstmal kurz den Raum klären. Aber warum verbraucht das? Also. Na, jede ausgegebene Münze, auch wenn du was im Shop kaufst, glaube ich. Aber kannst du mal einmal ranrennen, wenn du magst. Ja, ich glaub dir das. Also. Du warst nicht im Goldraum. Aber du schaffst wenigstens den Boss Rush. Du meinst, sie ist positiv? Ja, sie ist positiv. Sie seh nix. Seh gar nichts. Nicht nur positiv. Au. Oh, ausgewischt. Gerade mit der Little Fox ist halt. Ist ziemlich gut zu machen, der Boss Rush. Naja, dann brauchst du dann irgendwie noch Batterien. Also du musst dann wirklich dann, dass dein Baby mal eine Batterie rausschmeißt. Na warum? Der Boss Rush gilt, der gilt ja wiederum als die Wellen. Achso, erstmal Devil Deal. Ah ne, es bleibt ja offen, Devil Deal. Ja. Dann gucken wir uns das mal an. Krebs, oder? Das ist. Ist das Krebs? Bürger. Oh, okay. Au. Dann setz deine Ruhe ein. Bloat. Oh, fuck you, Bloat. Fuck you, Bloat. Fuck you, Bloat. Aber du hast einen relativ angenehmen Raum erwischt, finde ich. Okay. Schöner Querlaser. Du machst das nur mit den Lasern? Ja, könnte ich mir schon denken. Wenn die hier überall rumspringen und so. Ja. Boah, fuck you! Ich mach das mit dem keinen Schaden bekommen. Ja, ich merk schon, ich kann seine Ruhe einsetzen. Hä? Wann hast du. Boah! Was hab ich? Wann hast du einen Bandage-Ball eingesammelt? Vorhin. Beim. Keine Ahnung. Hast du dich mitbekommen? Ja. Ach, bei Krieg. Da hab ich gerade hier ins. Genau. Ins Telefon geschaut, ja, hier Generation Smartphone und so. Sieh mal wieder, da kriegt man nichts mehr mit vom Leben. Also der war echt unnötig. Ich muss ihn töten. Kannst du in Ruhe einsetzen. Na, wer lasert zuerst? Ich. Er scheint wirklich tot zu sein. Komm durch meine Linien. Sperrlaser, den du da baust. Das ist wie so, wenn du irgendwo in einem Hochsicherheitstrakt arbeitest, nach dem Motto, berührt nicht den Laser. Oh, aber nur das Pferd. Ja. Kannst du ja eine Kultur einsetzen. Wenn es dich nervt, musst du sagen. Was denn? Nö, wenn ich das immer sage, mit setz deine Truhe ein. Wo lebt denn noch was? Jetzt ist tot. Okay, das ist angenehm. Schießt der eigentlich? Kannst du nicht sagen, aber ich glaube nein. Da kam er! And his name is! Nein? Ja. Ja, oh. Oh, du hast doch deinen Schutzeffekt. Alter, ey. Die ja, Herzen ist schon verloren ab. Ey, nett. Achtung, wieder einer, der springt. Zwei, die springen. Oh, lebt er noch? Jetzt nicht mehr. Sei froh, er ist tot. Grüß dich mal einer. Du umrundest ihn mit deinen Freunden? Ja, es funktioniert. Ich hatte heute schon mal. Und du hast uns damals schon nicht besiegt. Ja, und du warst in einer Special Form und jetzt. Dieser Sperrfeuer ist so geil, ey. Übelster Grill, ey. Ja. Einfach mal loslassen, gucken, was man tötet.
Da war ja schon speziell. Instant Death. Du hast es geschafft. Hast du ja so viele Pops Penetrative hat? Shots. Ganz schön viele Punkte gegeben. So, noch eine Münze. Noch eine Münze und ich gehe weiter. Ach, keine einzige Batterie. Schon seltsam. Warte mal, X-Roll. Nee. Das war wichtig. Oh, läuft. Hab ich mal wieder treffen lassen. Das wird natürlich weniger bringen. Die Bombe? Nee. Doch, gibt Punkte. Klick. Und ich gehe weiter. Genau, dir noch so 3 Punkte gebracht, weil du 7 Sekunden gebraucht hast, um die einzusammeln. Danke. Bitte. Wie weit muss ich denn eigentlich nun? Du hast das negativ eingesammelt. Also muss ich wirklich bis zum... Weil manchmal ist er trotzdem schon beim Teufelschluss oder sowas. Nee, ich gehe davon aus, wenn das negativ... Achso. Ich bin gerade überlegen, das negativ war das Bild. Und du brauchst das negativ, um zu The Lamp zu kommen. Ja. Also gehe ich davon aus, dass du auch bis zu The Lamp musst. Weil du hast ja hier links neben Daily Run, hast ja das negativ abgebildet. Ja, wenn du nur bis zum Teufel gemusst hättest, dann würde da das umgedrehte Kreuz stehen. Kreuz, genau. Und es wird sogar auch angezeigt, ob es im Hard-Mode gespielt wurde oder nicht. Und das ist jetzt kein Hard-Mode, nee. Oder was? Ich bin schon ziemlich hart hier. Du kannst deine Ruhe einsetzen? Hast du hab ich doch schon. Okay. Hatte ich nicht mitbekommen, sorry. Alles gut. Das war der Shot-Speed, ey. Brauch ich nicht. Sicher? Gabis, Paw. Das Ding bleibt ja offen. Das heißt, du könntest all deine Herzen verbrauchen. Mit Gabis Paw. Ja, es kostet halt Punkte, aber naja, was soll's. Kostet es? Ja, Item einsammeln kostet Punkte. Ja, auch nicht so viel jetzt gerade. Okay. Wir gehen weiter. Mhm. Hab ich auch schön einen kurzen Weg gefunden. Ich wollte ja sagen, du bist ziemlich gut unterwegs. Also, okay. 2 Doppelschlüsselräume. Ja. Ach, ich fliege ja. Weil ich wieder kein Herz mehr hab. Genau. Das hatte ich gerade schon wieder vergessen. Ich dachte, ich prall jetzt schön an der Wand ab. Aber nein. Deswegen hast du doch gerade alles verkauft. Nö, ich wollte einfach nur blaue Herzen haben. Achso. Ich dachte, das war so mein Hintergedanke, wieder fliegen zu können. House of Steel. Nett. Nervig. Na geht. Das waren halt die roten halt. Mhm. Es wird da unten weitergehen, vermute ich mal. 2 Schlüsse auf jeden Fall sind gefallen. Aber nimmst dich mit. 2? Ja, da unten in der Ecke rechts. Langsam, nicht zu schnell sein. Okay. Okay. Jo. Nix, hier geht's weiter. Ist irgendein Herz gefallen, aber ist egal. Nein! Fuck you. Naja. Die Münze. Ja, okay, da ist Punkte. Ich denke schon, dass irgendwo da weitergeht. Genau, schieß auf ihn! Er ist der Böse! Ach, dann stirb halt! Immer verrecken deine Verbündeten, also du musst ja echt mal bessere suchen. Ich würde mich ja freiwillig melden, aber nein, ich darf ja nicht. Du bist ja nicht besser. X-Stein. Genau, ich kann die sprengen. Es gibt keine Minuspunkte. Ne, und du hast viele Dinge zum Einsammeln. Ich weiß gar nicht, ich glaube Münzen bringt jetzt mittlerweile auch keine wirklichen Punkte mehr. Muss man drauf achten, dass hier Schutzeffekt. Kannst du schön zu dir ranholen. Once make you smaller. Health up. Ah, toll. Ja doch, ein leerer Container. Achso, und? Na gut. Wer den Herz einsammeln müssen, kriegst du jetzt ja eh einen Devil Deal. Also, ja. Je nachdem kannst du entscheiden, was im Deal drin ist. Ah, das finde ich cool, dass sie das mittlerweile wieder zu einem richtigen Deal gemacht haben. Ich sehe mich nicht. Das ist gerade eher mein Problem. Muss ich auch nicht sehen. Stimmt. Du hast genügend Zeit. So, wenn du jetzt ein Herz irgendwo einsammelst, kannst du es halt für das Herz kaufen. Ach so. Oder wenn ich mich treffen lasse, ja? Das bringt ja nichts. Du brauchst ja das Herz, das rote. Ach ja. So. Ist halt die Frage, Gimpy oder... Schon Gimpy, so oft wie ich getroffen werde, Achtung, oder? Du, wenn du jetzt drüber läufst, du fliegst nicht. Aber jetzt wieder, oder? Jetzt fliegst du wieder. Okay, alles gut. Der Hasch, so wie ich's gelesen habe, soll keinen Plus geben. Das ist doch irgendwie derzeit noch ein Bug, vermuten sie. War ja. Das nicht so? Deswegen lass ich ihn mal weg. Okay.
Also eigentlich soll er mal Plus geben, so wie der Boss Rush, aber ich weiß nicht, ob sie das schon gefixt haben. Schwierig, müssen wir mal in die Update Notes schauen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. War knapp. Der war ziemlich entgegenkommen, meinst du? Der war entgegenkommen. Hier hinten geht's lang. Geht das? Meinst du wirklich? Sicher. Geht kein Schaden. Jiminy beschützt sich auch ganz schön, also. Geht wirklich lang. Nicht schlecht. Also ich bin der Meinung, du könntest eine ziemlich gute Platzierung für uns rausholen. Bombe. Sehr gut. Alter, sind die schnell tot. Das ist Schutzeffekt. Also den Cube reinhalten. Lang der Schutzeffekt geht, ey. Das hab ich nicht mehr. Nee. Aber ich hab glaube keinen Schaden bekommen. Nee, ich glaube, das war's bis noch rechtzeitig weg. Ey, bei Satan keinen Schaden kriegen. Nicht schlecht. Nein, 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 nein! Ja. Naja, das eine blaue Herz. Das hätte nur 10.000 Punkte gegeben. Weil es besonders war. Ja. Guppy, Guppy, ja. Guppy, Guppy. Chest of Wonder. Immer kleiner werden. Machst du dich richtig, richtig klein? Hab schon Full AP. Und? Wo bist du? Alter. Helf ab. Wollte ich nicht mitnehmen. Du siehst dich überhaupt nicht mehr. Ekliger Raum, ey. Aber so gefühlt bin ich langsamer geworden. Nein, du hast jetzt auch kürzere Beine. Ach so, ja. Längere Wege. Oh, das kann man mitnehmen. Das kannst du mitnehmen, das stört nicht. Schöner Raum. Das ist ein ekliger Raum, ja. Naja, durch durchgehenden Schüsse. Ja, stimmt. Penetrative. Penetrative Shots und natürlich der Shotspeed, der noch hinzukommt. Aber jetzt ist es wirklich ohne Kunst, dich zu treffen. Also ich glaube, jetzt hast du nur noch Kontaktschaden. Weil du selber reinrennst. Das ist ein schöner Raum. Sehr schön. Freeze. Du hast ein bisschen Range noch gebrauchen. Ja. Das wäre wünschenswert. Komm her. Komm her. Wo ist die Tür? Das ich muss mich so eher an, der, an dem Dongle von Jiminy orientieren. Ich dachte eher hier, wo der Ball ist. Oder so. Jiminy ist, hast blaue Pferde, hab ich das Gefühl. Alles gefressen. Schöne ja. Pferderoster. Und? Nein. Ja, brauchen wir nicht. Nein! Oh, so ist mein Schutzeffekt. Ah! Oh. Diese kleine Kugel! Aber wie, Alter! Du hast echt gerade so. Mal ausnahmsweise keine Wegfindungsstörung. Also wirklich nicht schlecht, nicht schlecht. Nein, doch! Ah, nochmal ein paar Punkte. Gut, das tape ich jetzt nicht auf. Gab einfach nur Punkte für den Raum. One makes you bigger. Ich bin durchgekommen. Ja. Du rennst jetzt ohne den Schüssen durch. Schön in den Kopf, 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 Kopf. Ja, 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 ja. Du hast über dich selber reingehalten und. Ich hab's nicht gesehen. Sein. Ja, 30 Minuten. Hey. 200. 200 dritter Platz? Von Punkten her? Finde ich nicht schlecht, also. Lamp-Bonus, Rush-Bonus. Was, wo? Liest du das? Hier siehst du die Auflistung. Swag-Bonus. Swag-Bonus. Lamp-Bonus, Rush-Bonus. Time-Penalty, na gut. Damage-Penalty hätte halt nicht sein müssen. Ja, gut, da kriegt nicht so viel zumindest. Man hat am Anfang ordentlich kassiert. Und ich denke auch Item. Ne, Item ist das eingesammelt. Es ist jetzt nicht so viel, was man da minus kriegt. Nee, nicht das Damage Penalty ist eher das Schlimmere. Weil, 4000? Warte, wie viele Items hast du denn? 1, 2, 3, hier. Also, was hätte nicht sein müssen, kannst du ja so umdenken. Die, na gut, die Bomben haben auch ein bisschen was gebracht. Also 23 Items. Davon hast du so 2 vom Start an. Als Relic. Hier, Cross, Celtic Cross. Celtic Cross hätte nicht sein müssen, genau.
Dann, nee, Jiminy war gut. Charmtiers. Charmtiers hätte auch nicht sein müssen, denke ich. Ja, trotzdem, das hätte nicht so viel gebracht. Aber zeig doch mal kurz die Platzliste. Sollte mich das trotzdem mal interessieren, wie groß der Unterschied ist, weil der Unterschied ist gering, wenn du das mal anguckst. Nur mal hier, wie das ging denn das? Wie konnte man denn, wenn man den Tag wechselt, ne? Ja, nee. Du musst hier auf global gehen. RB. Ja. Das ist immer so, wo ich mir wirklich denke, aber geh mal runter, bitte. Ich hatte so 35.000, ne? Mhm. Ja, musst halt irgendwo dir... Ja, gut. Hier hätte man sich mit einreihen können. Ja, schon, irgendwo. Wenn man nicht so viel Schaden bekommen hätte. Richtig. Ist halt die Frage, ob hier die inzwischen der Hasch gemacht haben. Da kann ja sein, dass das nochmal ein 10.000er Bonus oder sowas gibt. Ist gut möglich, dass der Hasch-Bonus nochmal was gibt. Aber ich würde sagen, das finden wir einfach ein anderes Mal heraus. Genau. Und ja, viel Spaß mit dieser Extra-Folge. Also nee, anders gesagt, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Extra-Folge, weil diese ist jetzt vorbei. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns regulär das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart.